Spielshow Move Fun VR. Mein Name ist Mo Tensen und das da ist Uwe VR. Ja, hallo. Aus dem Discord. Und Uwe hat mich nämlich besucht, beziehungsweise ich habe ihn gebeten, mich zu besuchen. Er hat nämlich was Spannendes. Er hat sich das Halo-Headset bestellt. Guckt euch das mal an. Ihr kennt ja die normale Quest hier, so wie ich sie habe, mit den Einweggummis hinten dran. Und ihr wisst ja alle, dass das... ich großer Fan bin des Halo-Headstraps von der PlayStation VR, ne? Und da sitzt ja dieser Ring oben auf dem Kopf und verteilt das Gewicht gut. Bei der Quest hängt das ziemlich vorne im Gesicht, ne? Das ist abhängig von der Kopfform auch. Ich muss aber feststellen, dass das bei der Form, die PlayStation hat, ich eigentlich noch niemanden gehört habe, der gesagt hat, irgendwie das drückt mir komisch im Gesicht oder so. Also damit kommen die meisten Leute scheinbar besser klar. Und das hier könnte jetzt eine Alternative sein. Der Uwe hat sich das bestellt. Erzähl mal so ein bisschen, du hast das im Internet bestellt. Genau, ich habe das im Internet irgendwo mal entdeckt, ne, auf YouTube. Und dann habe ich gedacht, das könnte auch was für mich sein. Ja, dann habe ich mir es, wie gesagt, bestellt. Das kostet... Kann man auch nachlesen, der Mo macht bestimmt nachher nochmal. 58 Euro, wir haben eben die Internetseite geguckt. Genau. Und dann, Shipping hat gedauert 10 Tage und dann kam das Ganze in einem kleinen Paket an. Das ist ein zweiteiliges Headstrap, das kann man dann eben halt so einfach mit zwei Schrauben und entweder mit einer starren Verbindung oder mit einer beweglichen Verbindung, so wie man das hier sieht, ne, dass man das eben halt hier rauf und runter klappen kann. Ich habe mich für diese Weise entschieden, weil dieses Stellrad, was man hier hinten sieht, ist am besten, sitzt am besten, wenn man es vorher schon so ein bisschen einstellt und dann einmal festzieht. Das kann man hier machen, indem man das hier einfach rauszieht und hier kann ich dann einmal das Stellrad entsprechend der Kopfgröße einstellen. Wenn ich drücke, dann rastet es wieder ein. So. Zack und festziehen. Na, genau. So, und dann habe ich die Möglichkeit, das schon vor dem Aufsetzen einfach hochzuklappen. Und wenn ich das Ganze dann aufsetze, dann klappe ich es nur noch zurück, weil ich es ja schon voreingestellt habe und muss da nicht immer an rumschrauben. Genau, und was ich so, ich habe es noch nicht aufgehabt, ne? Was ich aber schon mal bemerkenswert finde, ist, dass die Polster, ja, könnt ihr es sehen? Die machen schon mal einen sehr, sehr guten Eindruck auf mich. Also die wirken überhaupt nicht billig und provisorisch, sondern sehr, sehr gut irgendwie hier verklebt ist das wahrscheinlich. Ne? Also das wirkt schon mal deutlich besser, als ich es hatte. Du hast auch ein Cover von VR-Cover. Ne? Witzigerweise ist es jetzt so Ton in Ton. Ne? Alles, ich schätze mal, Kunstleder. Ist das, ne? Ja. Ja. Wirkt, wenn man es anfasst, alles erstmal sehr flutschig. Sehr bequem wirkt das jetzt. Ne? Ich habe noch das alte, natürlich, genau. Also ich habe eine Original-Quest, da ist ja hier so ein Stoffbezug. Und was ich auch feststellen durfte, jetzt im Sommer, wo ich das Ding ganz vielen Leuten aufgesetzt habe, die dann mal eine Runde Beat Saber gespielt haben, das kriegt man dann klitschnass zurück. Ne? Ist auch so Medium. Ja, genau. Und, das ist einfach pflegeleichter. Ne? Kann genau. Man einfach abwischen und dann... Habe ich auch schon überlegt, ob ich mir für solche Fälle dann mal auch so ein Kunstlederding hole, was man einfach dann abwischen kann und dann ist da gut. Da gibt es auch verschiedene Stärken. Ne? Da muss dann jeder auch für sich herausfinden, welche Stärke man denn nimmt. Es gibt dünnere. Ja. Ich weiß, Leute aus dem Discord, die haben einfach die dünneren Varianten genommen. Ich persönlich habe die etwas dickere Variante genommen, weil das bei mir am Gesicht besser an sich stand. Fühlt sich auch, wenn man so mit dem Daumen anfasst, fühlt sich sehr, sehr knuffig und bequem an. Aber jetzt machen wir mal Butter bei die Fische. Also, ich würde sagen, du zeigst mal erstmal, wie du das normalerweise aussetzt, damit ihr mal sehen könnt, wie das abläuft. So, fest ist sie. Fest ist sie. Vorm Aufsetzen klappe ich einfach das hintere Teil so nach oben, ne, 90 Grad nach oben. Wir haben es jetzt ja aber verstellt, ne, muss dran denken. Ja, die Brille setze ich vorher lieber ab, weil ich immer ohne Brille spiele, aber es passt auch schon so bei mir. Ne, und dann, okay. Wenn man den so umdreht, also bei mir passt das wirklich hundertprozentig. Ne. Ah, ja. Nur unten hat man halt so ein bisschen Luft drunter, aber das liegt auch an den VR-Covern. Ne? Aber bisschen Luft ist so, okay. Passt das eigentlich ganz gut, kann mich auch bewegen und es geht auch nicht auf oder sonst was. Und wenn ich sie absetze, einfach wieder hochklappen und fertig. Ja. Was ein bisschen auffällt bei der PlayStation zum Beispiel, ist ja diese Stirnauflagefläche noch größer. Ne? Die, ja. Die ist ja auch so ein bisschen gewölbt und bei dem
Halo-Cover ist das halt auch so schon eine kleine Geschichte. Ne? Recht schmal. Bin ja. Ich jetzt gespannt, wie gemütlich das ist. Und jetzt mache ich nämlich auch mal den Test, würde ich sagen. So, eine Geschichte wollte ich noch erwähnen. Die ist mir nämlich eben sehr hart aufgefallen. Offensichtlich habe ich einen deutlich größeren Kopf als Uwe, was bedeutet, dass ich extrem schlauer bin. Ja, weniger Haare, ne? Und bisschen, genau, der Uwe hat auch eine bessere Oberfläche für das Headset, aber nur kurz im Vergleich, ne, das PlayStation Halo Ding kann man nämlich so rausziehen, ja, und das kann ich auf meinen Kopf setzen und so richtig zack loslassen und so weiter, das kriege ich bequem drauf. Und da muss man auch gleich sagen, das Ding hier hat eine natürliche Grenze, ne? Jetzt ist er nämlich so gut wie maximal ausgefahren und da reicht er bei mir genau hin. Ja? Aber jetzt noch ein bisschen dickerer Kopf, könnte man ihn nicht weiter zurückdrehen. So. Jetzt kritisch. Genau, genau. Also der hat definitiv, was das angeht, auch seine Grenzen. Ne? Falls ihr einen großen Kopf habt, dann ist es nichts weiter. Dann seid ihr auch schlau genug, es nicht zu kaufen. Und jetzt machen wir mal den Praxistest. Ich werde es mal aufsetzen, ein bisschen irgendwas spielen, was du hier auf deiner Quest hast. Und dann berichte ich euch, wie ich mich dabei gefühlt habe. So, ganz witzig. Für mich hat sich gleich noch ein Side-Test ergeben. Ich hatte nämlich auch überlegt, ob ich mir so ein VR-Cover hole. Ja? Das ist allerdings so ein bisschen zu dick, sodass ich mit meiner Brille schon wieder nicht bequem in die Oculus Quest komme, was ich mit dem normalen Cover sehr gut schaffe. Also habe ich jetzt ganz kurz in Uwes Brille mein normales Cover reingesteckt und muss tatsächlich sagen, für mich ist das mit dem normalen Quest-Cover und dem Halo-Headstrap bequemer. Ja? Ich habe ein bisschen Probleme wegen meinen komischen Haaren, weil ich jetzt so um den Zopf herum eier. Aber wenn ich das jetzt aufsetze, komme ich gut mit der Brille rein, mit dem normalen Cover und das Ding hängt halt gut vorm Gesicht. Sitzt auch irgendwie besser. Fühlt sich für mich jetzt gerade noch besser an als mit dem Cover von Uwe. Aber ihr seht es, das Problem bei diesem Ding bleibt auch weiterhin, es lässt sich nicht von jedem Menschen auf den anderen einfach übertragen. Ne? Man kann nicht grundsätzlich sagen, das hier ist der Shit oder nicht. Weil es das einfach nicht ist. Für Uwes Bedürfnisse ist das hier jetzt offensichtlich gut. Für mich ist es ein bisschen problematisch, einfach aus der Tatsache heraus, dass ich ein bisschen größeren Kopf habe und dass ich gerade eine andere Frisur habe. Das ist, aber ansonsten, also ich hätte nichts dagegen, wenn Oculus sozusagen sowas auch tatsächlich als richtig industriell ausgearbeitete Alternative anbieten würde. Weil ich habe momentan wirklich ein wesentlich besseres Gefühl. Ich habe es jetzt lediglich 10 Minuten getragen beim Beat Saber spielen, naja, 6. Aber in der Zeit fühlte es sich überhaupt nicht unbequem an oder so. Ne? Das ist schon interessant alles. Was man aber auch nicht verschweigen darf, ist, das Ding ist ja jetzt für 58 Euro und die Mechanik da drin ist jetzt auch nicht so erdbebensicher. Ne? Also das Drehding hier, das zippelt auch mal ein bisschen rum. manchmal greift einer von den Seiten hier nicht ganz, gerade wenn man ans Limit kommt, so wie ich jetzt mit meinem Kürbiskopf offensichtlich, ja, dann fängt er auch so an, ein bisschen rumzustänkern. Also mein momentanes erstes Fazit ist, obwohl ich jetzt keinen Langzeittest gemacht habe, es ist recht individuell. Ne? Für Uwe funktioniert es fantastisch, für mich wäre es jetzt auch nur so mittel. Ne? So. Besser als mit dem Original-Strap auf jeden Fall. Aber bringt auch wieder ein paar Problematiken mit sich. Also es ist noch nicht die Fire-and-Forget-Lösung. Das muss man sagen. Ne? Und ich weiß nicht, es gibt ja auch den Franken-Quest-Mode, wo die Leute sich das Audio Deluxe-Headstrap von HTC an die Vive modden. Genau. Wäre jetzt vielleicht auch mal interessant, sich mal sowas reinzuziehen. Aber wie gesagt, als grundsätzlicher Halo-Headstrap. Ein Kostenfaktor dann auch wieder. Ne? Genau, das Ding kostet 120 Euro. Muss man dann auch wissen. Ne? Also du bist jetzt happy mit deiner Lösung. Ja, ich wollte für möglichst wenig Geld eine kleine Verbesserung haben. Und das für mich persönlich hat es das auch gebracht. Genau, und der Umbau ist natürlich auch ein bisschen hakelig, weil man muss das Gummizeug von dem anderen Ding wirklich da komplett rauspulen. Genau.
ist aber reversibel. Ne? Also mit ein bisschen Fummelarbeit kriegt man das Alte auch wieder rein. Ja. Falls ihr euch so ein Ding kauft und nach einem halben Jahr beschließt, ihr möchtet es doch nicht mehr haben, dann könnt ihr die Quest wieder in den Originalzustand bringen. Wie lange hast du gebraucht, um das hier jetzt ranzufummeln? Das hat gar nicht so lange gedauert, 20 Minuten, würde ich sagen. Also 2 Tage, dann habt ihr das rangebaut. Ja, doch, ist ganz patent. Ich würde mich jetzt eigentlich dafür interessieren, leider ist Isa in Zürich. Eigentlich würde ich der das mal gerne jetzt aufsetzen und sagen, hier mach auch mal eine halbe Stunde irgendwie deine Tiltbrush-Zeichnereien. Und eigentlich müsste man es jetzt möglichst vielen Menschen mal aufsetzen und fragen, was sie davon halten. Ja, es ist leider nicht so wie bei dem industriell gefertigten PlayStation-Ding, wo sie halt offensichtlich, bevor sie es produziert haben, genau solche Sachen gemacht haben. Nämlich das testen lassen oder so. Ja, das passt für alle Kopfgrößen, das ist sehr bequem. Das Ding ist aber, die PlayStation ist natürlich nicht so schwer wie unsere gute Quest, weil da weniger Technologie drin ist und kein Akku vor allen Dingen. Ich glaube, ein Akku ist immer das, was auch dann ganz schön Gewicht ausmacht. Ja, richtig. Ne? Naja. Und das lässt sich auch mit einem anderen Headstrap, mit dem Halo-Headstrap, lässt sich das nicht wegdiskutieren. Ne? Das Ding ist trotzdem immer weiter ganz schön schwer und frontlastig, aber hier würde ich behaupten, verteilt sich das Gewicht jetzt für einige Leute deutlich besser als mit dem Original-Headstrap. So, das wäre jetzt mein erster Eindruck zu dem ganzen Ding. Uwe ist glücklich. Genau. Ich bin glücklich, dass ich es jetzt mal getestet habe. Ja, ich weiß, Sinn und Zweck der Sache. Ich weiß, dass ich mir kein, zumindest nicht dieses dicke VR-Cover kaufen kann, weil dann meine Brille nicht mehr reingeht. Das lässt sich wiederum auch lösen mit so Einlegelinsen, dann ist wieder alles gut. Aber Leute, auch die Einlegelinsen kosten 80 Euro, ne? Und dann ist man irgendwann, ich weiß nicht, dann kostet nämlich die süße kleine Quest, damit man sie wirklich benutzen möchte, kostet eines Tages dann plötzlich 900 Euro. Denk mal drüber nach. Genau. Oder? Also ich habe für meine jetzt 550 bezahlt, das ist die 128 GB Version. Dann holt man sich den hier für 60, dann holt man sich nochmal Linsen für 60. Naja, okay, es sind nicht 900. Aber um mal richtig nachzurechnen, was hat der Versand gekostet? War auch nochmal bestimmt ein 10er oder so. Ne? Genau. Also es sind 70 plus 80 Euro Linsen sind 150. Die kommen dazu und dann bin ich mit meiner 128 GB Quest bei 700 Euro. Fast an der Kosmos. Fast an der Kosmos. Und und dann habe ich aber noch kein neues sowas hier, sondern immer noch das alte, was mir vollgeschwätzt wird, wenn ich das weggebe. Was hat er hier gekostet? Die haben, muss man überlegen, 29, wenn ich mich recht entsinne. 29. Es waren aber mehrere dabei. Genau, das sind mehrere. Und das Ding ist auch ganz nett, die kannst du hier auch abziehen, ne? Kannst du so austauschen. Und die kommen ja mit einem eigenen Cover auch, genau. Ne? Genau, also das kannst du so komplett austauschen. Und das ist netterweise bei der Quest eigentlich recht easy. Ne? Die sind hier so ein bisschen reingesteckt, die kann man jederzeit easy rausholen und ein anderes Ding easy reinstecken. So. Und dann drückt man das nur wieder so ein bisschen fest. Das ist eigentlich ganz okay gemacht. Ja. So ein Praxistest. Zack, jetzt hat er geklackt. Jetzt ist er wieder drin. So, ne? Und es gibt diese Einlegelinsen, die habe ich mir damals für die Rift geholt, weil ich da auch mit der Brille partout nicht reingekommen bin. Und das ist seitdem eine sehr gute Lösung. Aber ich habe natürlich nicht Lust, mir für jedes Headset so eine Einlegelinsen für 70 Euro zu kaufen. Vor allen Dingen, man weiß ja auch nie, die sind ja im Zweifelsfall nicht alle zueinander kompatibel. Ne? Denn in 2 Jahren habe ich mir was anderes. Dann sind diese 80 Euro für Brilleneinsätze immer weggeworfenes Geld, weil ich die nicht mitnehmen kann zur nächsten Brille oder so. Das ist halt kein universelles Ding wie eine richtige Brille. Kompliziert. Alright, so, hat man irgendwelche Garantien drauf oder so noch? Nein. Also wenn das bei dir zu Hause nach 10 Tagen kaputt ankommt, kannst du nichts machen. Das ist relativ schwierig, weil das Ganze ja aus China kommt. Ne? Mhm. Und das da abzuwickeln, es wird mit Sicherheit irgendwie einen Weg geben, aber es ist nicht, wahrscheinlich nicht ganz ohne. Ne? Okay, also. Aber da muss man sich eigentlich schon vorher drauf einlassen. Ne? Dass ja. Wie gesagt, leider offensichtlich so ein bisschen Fazit ist, es bleibt ein Experiment. Ne? Ihr könnt euch das bestellen für 58 Euro plus 10 Versand und dann hoffen, dass ihr 48 Dollar. $48? Ja, Dollar.
Achso, das sind sogar noch ein bisschen weniger Euro, ne? Okay, dann geht's sogar. Ihr könnt euch das bestellen und hoffen, dass ihr eine Kopfform habt, mit der der hier ganz gut klarkommt. Also für mich war es eine Verbesserung, kommt aber halt auch nicht einfach problemfrei daher. Das war jetzt mein längliches Fazit, was ich mehrmals wiederholt habe. Das muss ich noch später zurechtschneiden. Vielen Dank. So, und vielen Dank vor allen Dingen an Uwe, der sich die Mühe gemacht hat, hier mal rumzukommen mit dem Ding und das rumzuzeigen. Ja. Für mich und vielleicht auch euch, falls ihr davon noch gar nichts gehört habt. Ich werde natürlich die entsprechenden Links hier drunter machen zu der Webseite, dass ihr euch das da auch nochmal angucken könnt. Interessant, dass es aber jetzt schon langsam ein paar Ansätze gibt, außer halt ein HTC Vive Headstrap ranzuprübeln da an das Ding. Ne? Vielleicht gibt es ja auch wirklich nochmal ein offizielles Add-on von Oculus, das würde ich mir auch sehr wünschen. Die Rift S hat ja einen Halo Headstrap und... Wenn die nachher nicht mehr so gebraucht wird. Wenn die dann nicht mehr so gebraucht wird, können sie den vorderen Teil wegschmeißen und die übrig gebliebenen Headstraps für die Quest als Add-on verkaufen. Das ist ja nette Idee. Genau. Oh Mann. Na gut, alles klar. Das war's von mir. Motense Mofan VR mit Uwe hier als Gast und bis dann. Bye-bye. Ciao.